So langsam entwickle ich echt eine Hasskappe auf Shinra. Vix tot, Jesse tot. Wenn ich diesen Shinra-Boss in die Haare kriege, ich weiß es nicht. Hoffentlich ist das Schwert scharf genug. Gut, aber wir müssen weiter hoch. Ich hoffe nur, wir wissen ja, dass Berit auch oben ist. Das haben wir ja schon erfahren gebracht. Berit auf jeden Fall überleben wird. Ich hoffe es und dass wir die Platte gerettet kriegen. Ich will nur einmal gucken, weil ich halt nicht weiß, was noch kommt. Wegen Waffenmodifikationen. Und ich halt auch nicht weiß, momentan sind ja alle Charaktere getrennt. Wann wir wen dazu kriegen, werde ich jetzt einmal bei jedem, zumindest bei der aktuellen Waffe, der anhat, die Waffenpunkte verteilen. Nicht böse sein, gehört nun mal auch zum Spiel. Magische Attacke plus 4, ja gut. Magische Schockflatterer benutzen wir. Habe ich die überhaupt schon benutzt? Schaden von Sprungangriffen wollte ich noch hochhauen. Und Schwertwirbel nutzt man nicht auch so gut wie nie. Ich nehme den Sprungangriff. Da war er doch. Sehr schön, mehr können wir eh nicht. Den machen wir noch einmal aber tiefer. Ich mache bei allen Charakteren einmal durch, weil ich halt wirklich nicht weiß. Wir sind ja alle getrennt voneinander, wann wir wieder wen ins Team kriegen. Gut, sie hat 14. Schnelligkeit ist, haben wir, ist das Einzige, was wir hier geskillt haben. Okay. Erlittener Schaden beim Blocken, magischer Schaden beim Partner, physische Attacke plus 6. Magische Attacke plus 12. Zangangsleere. Schaden von normalen Angriffen, von Sprungangriffen durch Hinterhalt, Schockflatterer. ATB-Aufladen bis 10% finde ich schon wichtig. Aber Moment. Ja, da hatten wir geguckt. Der fehlt. Na gut. Ich würde schon gerne die ATB-Leiste. Mehr können wir eh nicht. Wenn wir schon ewig nicht mehr haben, ist Berit. Ich weiß aber auch nicht, ob Berit überhaupt überlebt, aber ich hoffe es. Ich will zumindest einmal. Er hat aktuell das Sturmgewehr angelegt. Weil da gibt es ja so einiges. Gut, der kriegt sogar noch ein Kern dazu. Aber eins nach dem anderen. Magische Attacke plus 5, physische Abwehr plus 5. Schaden von normalen Angriffen, erlittener physischer Schaden, längere Bass- und Statusresistenzen. Und hier? Magische Attacke bei hohen TP, magische Attacke und physische Abwehr. Okay, und bei dem neuen Kern? Erstmal der zusätzliche Materie-Slot. Das ist schon mal wichtig. Dankeschön. Den haben wir noch. Erhöht die physische Attacke. Das macht ja Berit hauptsächlich. Den hatten wir gerade. Dann haben wir hier Schaden von Limits plus 5%. Ja, nice. Das auf jeden Fall. Und magische Attacke finde ich jetzt nicht so wichtig bei Berit. Physische Attacke würde ich gerne nochmal. So, mehr können wir eh nicht. Gut, dann können wir ihn zumindest noch. Müsste ich immer gucken, was er drin hat. Mal raus hier. Ah. Na gut, Eris machen wir später. Eris sind ja jetzt nur 22 Punkte. Da kommt eh nichts Wichtiges. So, Gewitter. Frost. Barriere, okay. Das war alles noch nicht hoch, ne? Nö, und heilen. Gut, das kann er gerne alles behalten. Heilen möchte ich sowieso eigentlich auf jedem Charakter haben. Wir könnten ihm noch notfalls Glut geben, aber ich möchte ihn eigentlich ungern auf Zauber, ehrlich gesagt. Barriereversiegelung. Zerstörung, Barrieredurchbruch anwendbar. Wann anwenden? Ja, warum zum Henker habe ich das nie irgendwo reingetan? Wir hatten schon so viele Viecher mit Barriere. Rinn damit! Mann, Mann, Mann. Okay, ich habe das vorher wohl nie gesehen. So, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er dazu kommt. Oje. Ich hoffe nur, ich hoffe es wirklich, dass er nicht stirbt. Ich hoffe es. Jetzt kriege ich einen Anfall. Eine Bank! Oh, göttlich! Oh, ich wünsche mir schon so lange eine Bank. Schön! Dann wissen wir aber auch gleich, was kommt. Irgendwas Großes, Gefährliches, Heftiges. Alles ist klar. Ja, selbstverständlich nehmen wir die 3 Megatränke mit. Wir nehmen auch die 2 Äther mit. Juhu, und auch die 2 Phönixfedern. Na, willst du wohl? Danke. Gut, hier brauchen wir jetzt aktuell nichts mehr kaufen. Das ist immer das Gleiche, ne? Hier kam auch nichts Neues zu. Nein. Okay, das ist ja ein Träumchen. Dann lass uns mal weiter. Oh, Prinzessin trällert wieder. Ja.
sein. Kerle! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt! Barrett! Tiefer! Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Das lass bitte nicht, Bill. Wir brauchen unsere Prinzessin. Hast du gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielt schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch uns Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Ist wohl Zeit für eine Revanche. Mit dir, Hühnchen, habe ich eh noch eine Feder zerropfen. Okay, sein Kollege hält sich raus. Das ist gut. Ich hatte schon Panikmuskeln bei dir kämpfen. Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Denkst du? Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Glaubst du? Warum hält ihn denn keiner auf, Mensch? Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht zum Narren. Ach du kleine Pflaume. Wo ist mir ihm denn? Vorsicht! Hast du Ende genommen? Das erledigen wir immer. Das konnte aber damals nicht. Alter, was? Du träumst wohl! Okay, aber wir haben Beryl wieder im Team. Das ist schön. Und du? Ich jetzt? Hast also auch Root besiegt, ja? War ein Job. Wart's nur ab! Das zahle ich dir doppelt heim! Bleib hier! Okay, der hat irgendwas genommen. Der hat definitiv irgendwas geschluckt, der Gute. Okay. Gibt vorübergehend TP? Nee, das wollen wir nicht. Stelle einer Villa, reduziert vorübergehend erlittenen Schaden. Das ist eigentlich schon ganz gut, aber wer kriegt erstmal den Schockschuss? Komm schon her! Was jetzt? Du bist am Zug. Das ist nicht dein Ernst. Nicht ablenken lassen! Warte mal, was ist er denn für ein Zäpfchen? Bleib hier! Zieh dich zurück. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr Ende mit Schrecken hier trifft. Wir probieren mal Schwertsturm. Jetzt. So schnell wie der ist. Okay. Was? Ist doch ein Klatsch. Ah, so wird der nächste, sonst bin ich. Ich vermute mal, dass seine Schwachstelle Feuer ist, aber das werden wir gleich analysieren. Ich muss hier einmal kurz, sonst kippen wir gleich aus dem Latschen. Das ging zum Glück mal durch. So, Tifa, glaube ich nochmal. Sie kann inzwischen auch Vitra. Sehr schön. Auf Cloud. Immer vorsichtig bleiben. So, da muss ich ein bisschen verdäumen. Dein Einsatz. Lass mich mal. So, Cloud, du machst denn einmal kurz die Analyse auf unser Zäpfchen. Okay, nix ist wirksam. Und stark resistent gegen Blitz, also Blitz sollte ich auf keinen Fall. Kein Fall. Okay. Hey, was? Guten Flug! Er ist noch genauso eine Pestbeule wie damals. Wie
schmeckt dir das? Okay. Für dich. Mann. Okay. Hier muss ich wirklich mal das erste Mal ausweichen, was nicht so einfach ist. Schön ruhig bleiben. Okay, vielleicht trifft der Impulssieb. Wer will jetzt etwas? Dann übernimm. Ihr seid wirklich verdammt hartnäckige Nervensägen. Nee, jetzt. Nee. Was? Verdammt! Hier macht euch jeder Vollidiot einfach, was er will! Na, ich schließe mich auf. Der Hubschrauber! Kriegen wir hin, aber ich wollte einmal. Er hat auf Vitras sehr schön dich geklaut. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Okay, er braucht eine Weile zum Nachladen. Das ist gut. Jetzt aber. Was für dich. Ja. Gut, bringt mich viel. Jetzt komm ich. Während es sehr, sehr langsam. Okay. Die Arbeit. Ich habe einfach nicht genug trainiert. Ach, tiefer. Lass doch mal. Ich übernehme. Ich wollte ihn doch nur hier rausholen. Komm schon her. Wenn das so weitergeht, ist Berit gleich hops. Reno, zieh dich zurück. Ich bin an deiner Seite. So, Cloud. Tu mal deinen Dienst. Einmal auf. Ach Gott, die haben ja alle was abgekriegt. Bleib hier! Roger, ich übernehme! Immer vorsichtig bleiben! Verzieh dich! Ist doch ein. Das ist nie schön. Meine Fresse! Wenn es nicht durchgeht. Jetzt erst recht. Das tut weh! So, darf ich jetzt vielleicht mal heilen? Nicht übertreiben. Gib mein Bestes. Rückzug. Okay, sie kann gerade nicht. Aber gleich. Nicht ablenken lassen. Boah, Magie, Vidra. Du gehst einmal auf Cloud. Ich bin an deiner Seite. Auf Onkel Barrett ist Verlass. So, Barrett. Und du machst auch noch einmal Vidra auf dich selbst. Fühle mich wie neu geboren. Hab schon Vorarbeit geleistet. Zack! Ha! Nimm das! Wurde auf die Zwölf! Na? Ist doch ein So, Cloud ist draußen. Den Beret. Nochmal Vidra. Okay, Cloud wurde gerade geheilt. Für dich! Zack! Bleib hier! Angriff ausführen! Dich, kleine Pestbeule, kriegen wir schon. Du kriegst jetzt erstmal den Limit drauf gedrückt. Jetzt wird abgerechnet! Was? Wieso geht nicht mehr? Ah, alles klar. Wie schmeckt dir das? Gut, dann kriegen die mir den Schockschuss eben darauf. Da also. Vergiss es. Rot! Ja. Okay, den Hubschrauber werden wir los. Bist du etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Ersatzbrille einstecken. Im Bericht reichst du ein. Na,
Dann wollen wir mal, Alter. Was, jetzt ging weiter auf einmal? Nicht ab, jetzt zeigen wir euch, wow, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Okay, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber probieren wir mal. Die Lektion werdet ihr heute lernen. Mit Turks legt man sich besser nicht an. Ganz schön ambitioniert. So, hau mal den Limmen rauf. Schmeckt ihr das? Ich kann sagen. Nicht viel gebracht. Den mach mal auf Hochtouren. Und gleich nochmal auf Hochtouren hinterher. Sehr schön. Oh, ich kann gleich beschwören. Sehr schön. Okay, okay, ich darf aber nicht die Heilung vernachlässigen. Erstmal, Berit, mein Freund. Ah. Ist natürlich doof, wenn man zwei hat. Ja, und sie kann natürlich gerade nicht. Okay, Cloud, das kriegst du hin, oder? Das kriegst du hin. Beschwören machen wir gleich. Vidra? Frage ist nur, wen? Aktuell haben wir eine... Ah, Shivas of Eris, ne? Wir können also nur diesen dämlichen Schokobo und Ifrit. Okay. Es muss sein. Ah, okay. Din. Ah, ich brauche jetzt die Fähigkeitenpunkte. Nicht ablenken lassen. So, Ifrit, dann komm du raus. Könnte zumindest gute Hilfe geben. So, Berit, mein Elfchen. Den Eimer. Bitte auf Cloud. Na? Ah, das ging zum Glück noch durch. So. Und unsere Claudia, die wird definitiv auch noch einmal Vidra auf Berit machen. Oha. Und los. Echt jetzt? Okay. Ich hasse das, wenn die Heilung abgebrochen wird. Okay, dann machen wir es anders. Dann kriegst du nochmal einen Schockschuss drauf, Reno. Mann, bin ich froh, dass ich du wieder drüber bin. Das wird leider nicht reichen. Okay. Vidra? Wow. Erstmal Cloud. Ich bin an deiner Seite. Okay, das ging zumindest durch. Bleib hier! Das kannst du aber vergessen, du Zäpfchen. Gut. Okay, jetzt kommt Ifrit erstmal dran. Das dürfte dem Bein was gut zusetzen. Jo, jo, das hat beide erledigt. Sehr schön. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Wie lässt es sich stoppen? Keine Ahnung. Kannst du knicken? Verschwindet! Schon wieder diese Gruselfischer! Tiefer! Was zum...
Nein, nein. Verankerungen werden gelöst. Nein. Verankerungen werden gelöst. Nein. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Nein. Abschnitt 1 wird abgelöst. Nein. Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. Mist. Was hast du getan? Cloud! Tifa! Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst. Stoppt sie, bitte! Tifa! Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Cloud, ich bin... Hier, komm! Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch fast leid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Das darf alles nicht wahr sein. Das war also... Das war also der... Cloud, bewegst du dich mal? Danke. Ja, wo sind die denn alle? Da. Okay. Das war also die Vereinbarung. Hey! Hierher! Von Eris. Hiermit kommen wir nach unten! Komm. Eris erlaubt Marlene in Sicherheit zu bringen, dafür muss Eris freiwillig mitkommen. Das war zu sehen. Und los! Wir haben es echt getan. So ein Bastardverein. Die gehören ausgeschaltet. Die gehören ausgeschaltet. Und zwar auf die qualvollste Art und Weise. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wozu denn das Ganze? Wir kämpfen uns hier einen Wolf ab und dann kommt die trotzdem runter. Zumindest scheint Cloud und Tifa überlebt zu haben. Aber wo zum Henker ist Berit?
Alter. Hey! Wo seid ihr? Okay, Beryl lebt noch. Das war doch seine Stimme. Kommt schon! Antwortet mir! Zusammen. Eins, zwei... Ach, du Heilige. Lenchen. Lenchen. Lenchen! Marlene! Bix! Wedge! Jesse! So ein Scheiß! Scheiße! Ja! 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 Verdammt! Marlene! Das ist alles unsere Schuld. Ist es nicht, Tifa? Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Alter, dazu kann man... Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Echt? Der komplette Sektor 7. Ich meine, das ist ja nicht nur hier unten. Hier unten konnten vielleicht viele Leute gerettet werden, weil sie gewarnt wurden. Aber oben auf der Platte, da standen doch auch Leute. Da waren ganze Häuser, wie zum Beispiel Jessys Eltern, wo sie alle Pizza essen waren. Die wussten nichts von der ganzen Sache. Hat Shinra jetzt echt Tausende von Menschen getötet, nur um Avalanche auszuschalten? Das ist krank! Das ist wirklich krank! Wir müssen Avalanche in die Finger kriegen. Die müssen dafür büßen. Das lässt sich... Man müsste den Shinra-Boss auf eine undenkliche Art und Weise leiden lassen. Der hat sich besser verdient. Dem muss der Titel als Mensch abgesprochen werden. Der ist ein Monster! Den darf man nicht mehr wie einen Menschen behandeln. Für den gelten die Gesetze nicht mehr. Ich muss erstmal einen Kaffee trinken.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's hier weiter. Bye, bye.